Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Drei Sachen habe ich heute für euch. Einmal das aktuelle Event. Demnächst gibt es schon eine Änderung an den Evo-Schildern. Es ist nur eine optische Sache, wenn es darum geht, eine gegnerische Deathbox zu looten, die eine gleichwertige oder ein gleichwertiges Schild in der Box haben. Nehmen wir an, ich habe ein lila Körperschild, der Gegner hat ein lila Körperschild. Lohnt sich das überhaupt aufzuheben? Wie viel Schaden müsste ich denn vielleicht für die Maximalstufe noch machen? Und ich möchte nochmal den Replikator ansprechen. Ich habe unter den aktuellsten Videos noch immer die Frage, hey, irgendwas stimmt mit dem Replikator nicht, ich kann nicht craften. Vor ein paar Tagen wurde da was geändert. Ihr müsst auf der PlayStation die Viereck-Taste zum Looten statt der X-Taste drücken. Das möchte ich nochmal betonen. Leider gibt es noch immer so ein paar, sorry, wenn ich das jetzt so sage, so ein paar Großmäuler, die ganz großkotzig unter diverse Kommentare schreiben. Wenn mich jemand fragt, was ist mit dem Replikator, macht doch die Augen auf. Ihr müsst jetzt eine andere Taste drücken. Wie kann man nur so blind sein? Also die Leute, die sich hier angesprochen fühlen, ihr seid selber, keine Ahnung, ihr solltet euch vielleicht ein bisschen genauer informieren, bevor ihr so die große Klappe habt. Also wie gesagt, nehmt mir das nicht übel. Denn es gibt noch ein anderes Problem mit dem Replikator. Bei dem einen steht auf der PlayStation Viereck-Taste zum Craften drücken. Bei jemand anders steht aber trotzdem noch die X-Taste. Und genau deswegen große Klappe, vorher einfach mal überlegen, ob es sich lohnt, so einen Scheiß-Kommentar rauszulassen. Das einfach mal in eigener Sache. Ich finde es nicht in Ordnung, dass wegen jedem Scheiß irgendwelche Hate-Kommentare unter manchen Videos gepostet werden. Finde ich unter aller Sau. Möchte ich einfach nochmal betonen, dass das hier kein Spielplatz für Idioten ist. Jetzt möchte ich zum Event, achso, wegen den Replikatoren. Ich habe nämlich gestern gestreamt, das möchte ich mal nebenbei noch bemerken. Bei mir stand Viereck zum Craften und bei meinem Teammate Schweini stand noch X. Und genau das ist nämlich das Problem. Wie gesagt, ihr müsst alle eine andere Taste wählen. Warum wurde das überhaupt geändert, kann ich auch mal noch kurz erzählen. Es gibt eine Steuerung, die nennt sich Ninja. Und bei der Ninja-Steuerung funktionierte das Craften tatsächlich gar nicht. Und deswegen wurde das geändert, weil viele auch gefragt haben, warum wurde das überhaupt auf die Viereck-Taste, zumindest für die PlayStation, gelegt. Das dazu, ich gebe den meisten von euch, die manchmal nicht so ganz up-to-date sind, noch einen kleinen Hinweis. Ich wechsle dazu mal kurz auf meinen Hauptkanal. Die meisten von euch kennen sicherlich, egal ob auf dem Handy oder auf der PC-Version, seht ihr hier den Hauptkanal, Videos, Playlist, Community-Tab und so weiter. Schaltet bitte ab und zu vielleicht einfach mal ein, wenn es vielleicht Probleme gibt. Vielleicht habe ich unter dem Community-Tab etwas gepostet. Heute Morgen zum Beispiel habe ich euch dort wissen lassen, dass das Dummy-Event gerade verbuggt ist und deswegen deaktiviert wurde. Und genauso habe ich vor 3 Tagen zum Beispiel euch informiert über diesen Tab. Den kann jeder einsehen. Der wird normalerweise, wenn ihr euer Handy anschaltet oder allgemein auf meinem YouTube-Kanal unterwegs seid, wird das normalerweise angezeigt oder auch vorgeschlagen. Vielleicht solltet ihr noch die Glocke auf meinem Kanal aktivieren oder allgemein erstmal abonnieren. Vielleicht ist das auch der Fehler. Aber vor 3 Tagen habe ich zum Beispiel auch über das Problem mit dem Replikator gesprochen, dass es bei der PlayStation zum Beispiel von X auf Viereck verändert wurde. So, das dazu. Und jetzt kommen, achso, das Event. Das Event, natürlich. Wir gehen mal in die Live-Ansicht. Moment, ich starte noch kurz das Spiel. Ihr habt selber mitbekommen, es ist gerade deaktiviert. Respawn hat extrem starke, ich bin jetzt hier im Menü, hier wäre normalerweise das Dummy-Event. Der ein oder andere hat vielleicht gestern meinen Stream verfolgt und hat gesehen, dass wir des Öfteren Code Leaf hatten. Es gibt massive Probleme mit den Servern, ständig abstürzt und deswegen wurde das Event jetzt erstmal gekappt und gestoppt. Wann es weitergeht, kann ich aktuell leider überhaupt nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch demnächst informiere. Ich denke, dass wenn es wieder weitergeht und ich es erfahre, wird es im Community-Tab, wie ich es gerade gezeigt habe, zeigen. Deswegen jetzt extra ein Video zu machen. Hallo Leute, das Event geht wieder. Ist eigentlich relativ sinnlos. Deswegen ist der Community-Tab ganz gut dafür. Also ihr wisst jetzt Bescheid, das Event funktioniert aktuell nicht. Und jetzt komme ich ganz kurz zu den Schildern. Jeder kennt mittlerweile das Problem, seit Season 6 sind die Evo-Schilder Dauergast bei uns. Und wie oft ist es so, du stehst vor einer Deathbox mit einem eigenen lila Körperschild, der Gegner hat auch ein lila Körperschild, dann hebst du das auf und siehst, scheiße, der braucht ja noch 300 Schaden mehr, um auf die Maximalstufe zu kommen. Ich brauche vielleicht nur noch 100 Schaden.
Und das soll demnächst geändert werden. Die Community hat sich da ein bisschen beschwert. Respawn hat es gehört und hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Idee ist geil, wir werden daran arbeiten. Wir werden demnächst in den Lootboxen schon sehen, wie viel Schaden wir noch austeilen müssen, bis wir die Maximalstufe rot oder von mir aus hast du ein blaues Körperschild. Wie viel, wenn du selber dann ein blaues hast, wie viel Schaden musst du noch auf die nächste Stufe machen? Das wird dann angezeigt. Das ist eine extrem geile Änderung, wie ich finde. Das soll es von meinem kleinen News-Update schon wieder gewesen sein. Lasst dem Video gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und Freitag gibt es übrigens den nächsten Livestream am späten Nachmittag. Haut rein.